Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Detective D The Silk Rose Murders, wo wir jetzt hier bei der Kaiserin angekommen sind, um ihr zu erzählen, was wir rausgefunden haben. Sollen wir vorher nochmal mit ihr reden? Ich sollte keine Zeit verschwenden. Ich muss mit der Kaiserin reden. Ah, okay, also können wir gar nicht mit ihr reden. Na dann, ab vor zur Kaiserin. Wir haben ja jetzt schließlich bewiesen, dass der Beschuldigte unschuldig ist. Na? Ab zur Kaiserin. So, jetzt. Es ist ein Ausdruck der Erleichterung auf ihrem Gesicht, Magistrat. Ich erwarte gute Neuigkeiten. Ja, Eure Majestät. Meine Untersuchung hat tatsächlich neues Licht auf den Fall von Xulinfeis Tod geworfen. In dem Fall erzählen Sie Ihre Geschichte. Ich möchte nicht einen weiteren Moment in Erwartung gehalten werden. Oh, okay. Jetzt kommt das Fall-Reenactment, beziehungsweise Fall-Nachstellung. Mal gucken. Wer immer Xulinfei hier ermordet hat, hat das getan mit rücksichtsloser Vorausplanung. Er hat sein Opfer mit Geduld und zu genau diesem Zweck gestalkt. Er kannte ihre Routinen, ihre Gewohnheiten und er wusste ihre Schwäche. Ihm war klar, dass Xu dann den Waterfront für seinen Spätnachmittagstee besucht jeden Tag. Er hat sich mit Xulinfeis Terminkalender vertraut gemacht und er wusste, wann sie vom Tempel zurückkehren würde, den sie so oft besuchte. Er hat dieses Wissen erlangt, indem er die Nachbarn bestochen hat, sie beobachtet hat oder mit ihnen geredet hat. Nein, er hat sie beobachtet, vom Fenster aus, wissen wir ja. Für Tage, vielleicht sogar für Wochen, ist der Mörder ihr gefolgt und hat sie beobachtet. In der Nacht stand er an genau diesem Fenster. Still und leise hat er obsessive Züge gezeigt. In diesem Zustand waren der Regen und die Dunkelheit seine Freunde. Sudan konnte Xulinfei nicht ermordet haben, denn sein Laufstock wurde gestohlen von einem Mann, der wusste, dass der jede Bewegung von ihm und seiner Tochter im Voraus wusste. Sobald er Xudan gestrandet zurückgelassen hat, hat der Mörder sich hierher begeben, um auf Xulinfeis Ankunft zu warten. Sobald sie das Haus betreten hat und den verhüllten Fremden gesehen hat, ist die junge Frau nicht geflohen. Sie stand dort und hat gefragt, was er wollte. Das hat der Mörder hinbekommen, indem er Xudans Laufstock zerbrochen hat, sie mit Gewalt bedroht hat oder sie bestochen hat oder beziehungsweise sie bestochen hat. Naja, er hat den Stock zerbrochen, aber, also ich weiß nicht so genau, weil er hat auch Gewalt angedroht, aber halt nicht ihr, sondern dem Vater. Also ich glaube, das Richtige ist hier das Zerbrechen. Ich nehme halt das. Ah ja, scheint richtig zu sein, sehr gut. Mittlerweile kannte der Mörder die Xus wirklich intim. Er hat den Gehstock zerbrochen und hat ihr eine grausame Nachricht geschickt. Ungesehen und ungehört konnte er sie jederzeit bekommen. Xulinfei hat sich entschieden, nicht zu kämpfen und so die Sicherheit ihres Vaters zu riskieren. Wenn es das war, was der Mörder wollte, dann war sie bereit, sich zu opfern, um ihren Vater zu retten.
Xulin Fei verstand die Bedrohung und sie hat sich freiwillig geopfert, um ihren Vater zu retten. Ja, jetzt ist hier die Notiz, ne? Die Zeit ist nah, Sklaven werden ihre Herzen verlieren, der Wolf, der für Angst steht, das Fleisch zerrissen zu bekommen. Der Mord an Xulin Fei war eine kalkulierte Tat, aber ich fürchte, es ist nur die erste von vielen. Ich glaube, unser Mörder ist gerade erst am Anfang einer großen Vision, die er hat. Es war nicht genug für ihn, uns zum Narren zu halten, indem er eine Rose zurückgelassen hat, oder selbst damit, dass er das Herz des Opfers genommen hat. Er wollte, dass wir wissen, dass seine Reise der Zerstörung gerade erst begonnen hat. Die Notiz, die er uns hinterlassen hat, sollte dazu da sein. Es war ein Gedicht, es war eine Warnung oder es war ein, oh Gott, Ransom. Eine Bestechung, glaube ich. Aber ich glaube, es sollte eine Warnung sein. In dieser Warnung spricht er von einem Wolf auf der Jagd, von Sklaven, die ihre Herzen verlieren. In seinem Kopf, oder er denkt, dass die Gründe, die wir, oder er denkt, aus Gründen, die wir noch verstehen müssen, dass Xulin Fei eine dieser Sklaven war. Er warnt uns, dass mehr Opfer kommen werden. Danach. Ist, was sie sagen, wahr? Xulin Fei ist stark und selbstlos geblieben bis zum Ende. Wie viele von uns hätten den Mut für solch eine Selbstopferung? Andererseits scheint es, dass wir einem Übel gegenüberstehen, das weit größer ist, als wir es uns vorstellen konnten. Ich fürchte es, meine Majestät. Dieser Mörder wird nicht ruhen, bis sein Plan vervollständigt ist oder bis wir ihn stoppen. Ich habe vor... Eure Majestät! Eure Majestät, ich habe Neuigkeiten von einem Nachtwachen im Central Quarter oder im zentralen Quartier. Eine weitere Frau wurde ermordet in ihrem eigenen Zuhause nur vor einer Stunde. Ist es wahr? Nun, dann ist tatsächlich ein Mörder unter uns. Was so haben Sie sonst noch gelernt? Nicht viel im Moment. Nur, dass Sie... Oh, das ist die erst kürzlich neu verheiratete Frau von Lam Haifeng war. Der Sohn von General Lam? Genau der, Eure Majestät. General Lam wäre ein starker Unterstützer ihres Regimes und... er wäre ein starker Unterstützer ihres Regimes gewesen, wäre er letzten Winter nicht an Pneumonie gestorben. Sein einziger Sohn, Lam Haifeng, hat eine Armee des Captains erhalten, die immer noch seinem Vater und ihm loyal sind. Ja, ich erinnere mich von der plötzlichen Hochzeit letzten Monat gehört zu haben. Er hat sich von seinem offiziellen Posten zurückgezogen und geschworen, nun ein Leben als Ziviler zu leben. Und nun wurde seine Frau ermordet. Es gibt mehr, Eure Majestät. Nach meinen Quellen ist der Verräter General Zhang vor kurzem... Okay, ich bin nicht ganz sicher, was da steht. Also ich glaube, der verräterische General Zhang hat vor kurzem versucht, Lam Haifengs mit Unterstützung zu bekommen oder mit ihm sich zusammenzutun. Aber ich bin nicht sicher, ob er es geschafft hat oder nicht.
Ah ja, Sang versucht ohne Zweifel seine rebellischen Intentionen zu unterstützen oder seine rebellische Koalition zu unterstützen. Könnte es sein, dass Sang versucht, den jungen Kapitän zur Unterstützung zu zwingen? Dieser Gedanke ist mir in der Tat auch gekommen. Aber wenn das wahr ist, dann ist Sang noch böser, als ich es erwartet habe. Unschuldige zu töten ist eine Linie, die er bereut wird, überschritten zu haben. Wenn ich etwas einwerfen dürfte, Eure Majestät, ich glaube, wir sollten vorsichtig vorgehen und nicht zu schnell irgendwelche Schlüsse ziehen. Wenn wir falsch liegen wegen General Zhangs, also wenn General Zhang gar nichts mit dieser Sache zu tun hat und wir ihn trotzdem offen beschuldigen, dann könnte es ihrer Opposition eine Entschuldigung geben, sich zusammenzutun und einen Bürgerkrieg zu starten. Erlauben Sie mir, diese Sache zu untersuchen. Wenn etwas gefunden wird, das die Morde dieser zwei Frauen zu einer oder damit verbindet, dass irgendwer etwas gegen sie plant, dann werde ich es finden. Dann werde ich es herausfinden. Auf der anderen Seite ist dieser Mord nur von einem einzelnen verrückten Mann, dann sollten wir seine Spur nicht verlieren, indem wir Verschwörungstheorien aufstellen? Sie haben recht, Magistrati. Wir brauchen Beweise. Wir müssen uns erinnern, was hier auf dem Spiel steht, bevor wir irgendwelche Schlüsse ziehen. Sie werden zu Lams Haus gehen. Untersuchen Sie, was passiert ist mit seiner Frau und erzählen Sie mir, was immer Sie finden was immer Verbindungen sie finden zwischen ihr, Xulin Fei und General Zhang. Wenn Zhang mit dieser Sache zu tun hat, dann wird er für seine Verbrechen bezahlen. Ja, Eure Majestät. Kapitel 2 – Wenn die Toten sich zusammentun. Später an diesem Abend. Oh, okay. Ist das dieses Haus, wo wir hin sollten? Was ist denn das hier drüben? Das sieht aus wie ein Safe. Und wer ist er? Das ist Leutnant Ma. Okay, den kennen wir ja schon. Alles klar. Ich versuche es nochmal kurz zusammenzufassen, weil das war jetzt alles mit dem Übersetzen und so ein bisschen durcheinander. Also, die Frau, die hier gestorben ist als zweites, ist vor kurzem verheiratet worden mit einem Typen, der eine große Armee von seinem Vater geerbt hat. Und die Armee ist ihm auch weiter treu ergeben. Und der Vater war, pro die neue Kaiserin. Das heißt, wenn jemand die Kaiserin irgendwie stürzen will oder irgendwie gegen sie wäre, ne, wäre der auch gegen die. So, und jetzt gibt's diesen bösen General Zhang, der schon in der Vergangenheit aufgefallen ist, dadurch, dass er, ne, irgendwie ein Verräter ist oder so. Der hat versucht, sich zusammenzutun mit dem Typen, der die Armee hat, ne, mit dieser Armee und mit denen halt irgendwie Verträge zu schließen, dass die eine Einheit sind, damit er die halt auf seiner Seite hat. Und jetzt liegt der Verdacht nahe, dass er irgendwie die Frau umgebracht hat, damit, um ihn unter Druck zu setzen oder so, oder um das irgendwie voranzubringen, dass sie eine Einheit werden können, die halt gegen die Kaiserin ist. Also ihn umzustimmen. So, genau. Sie wollen jetzt aber nicht einfach irgendwen beschuldigen, weil, ne, sowas könnten ja die Rebellen benutzen, zu sagen, ja, die Kaiserin, die neue, die ist schlecht, weil die beschuldigt einfach irgendwelche Leute, die hat nicht mal Beweise, die waren das gar nicht, lass die mal stürzen, sie ist unfähig. So, ne, deswegen müssen wir sehr vorsichtig sein. Okay, alles klar, das wird ja alles ein bisschen kompliziert und ich sehe auch noch nicht so ganz,
Naja, wobei, ich überlege gerade, der blinde Vater, der war ja auch in der Armee. Vielleicht hatte der auch noch irgendwelche Connections da. Der hat ja ziemlich lange im Militär gearbeitet. Vielleicht sollte der auch geschwächt werden, indem seine Tochter ermordet wurde. Weiß ich nicht so genau. Na gut, okay. Alles ein bisschen kompliziert. Hier ist ein Loch. Das gucken wir uns doch erstmal an. Ah, oh, wir gucken uns gar nichts an. Wir reden natürlich erstmal. Magistrat Dee, ich bin so froh, Sie zu sehen. Sie haben ohne Zweifel gehört, dass es wieder passiert ist. Irgendwann, also vor 2 bis 3 Stunden, ist die Lady, die in diesem Haus wohnt, brutal ermordet worden, während sie im Studierzimmer gelesen hat. Erzählen Sie weiter. Es ist schreckliches Durcheinander. Es ist genau wie das, was mit Xulin Fay passiert ist. Ich brauchte einen Moment, mich zu fassen, nachdem ich den Körper gesehen hatte. Es war wie ein Flashback, aber es war keiner. Diese 2 Frauen, sie wurden auf die exakt gleiche Art ermordet. Was haben Sie sonst noch rausgefunden? Dieser Ort hier gehört Lam Haifeng. Das Opfer war seine Frau, eine junge Frau, die Shi Wen Yang hieß. Anscheinend wurden sie vor noch nicht mal einem Monat verheiratet. Die Lams haben einen älteren Hausangestellten und 2 Bedienstete hier, aber die 3 leben in einer kleineren, abgelegenen Residenz südlich vom Hauptgebäude. Soweit wir wissen, haben die 3 ihre Aufgaben für den Tag erledigt und sind zu ihrer Residenz zurückgekehrt, als der Mord passiert ist. Das Haupttor hat ein ziemlich schwaches Schloss, das scheint der Mörder ohne Schwierigkeiten geknackt zu haben. Achso, ja, Coroner Yao, also der Leichenarzt, untersucht den Körper jetzt gerade. Er kann Ihnen sicher mehr darüber erzählen. Haben Sie mit dem Ehemann geredet? Nur kurz, er scheint ganz schön erschüttert, aber er hat ein festes Alibi. Er ist im Studierzimmer jetzt gerade, er wartet mit Ihnen zu reden. Vielen Dank, Lieutenant. Sie bleiben hier und gehen sicher, dass keiner rein oder rausgeht. Was ja einfach sein sollte, wenn die hier nur diese Brücke haben als Eingang. Das ist ja zumindest schon mal gut, ne? Dann müsste man ja ganz klar sehen, wer kommt und geht. So, jetzt die Lücke angucken. Das ist seltsam. Da ist ein Loch im Geländer. Es scheint ein exakt gleiches Loch auf der anderen Seite zu geben. Was? Ah, da drüben. Hä? Warum? War hier mal eine Brücke? Ja, es scheint, als würde hier ein Weg fehlen, der diese Plattform mit der gegenüber verbindet. Ah, früher konnte man hier also so im N gehen. Das ist eine ganz schön weirde Konstruktion, aber gut. Ah, und jetzt kann man da drüben ja auch gar nicht mehr hin, sehe ich gerade, ne? Ja, hier ist ein Loch, also hier ist zu. Und da vorne ist auch zu. Das heißt, man kann jetzt überhaupt nicht mehr hier den Safe erreichen. Also falls das ein Safe ist, was immer das ist, man kommt nicht ran. So, wir gehen mal weiter. Das hier ist der Eingang. Das ist ja wirklich ein wilder Weg ins Haus, muss ich mal sagen. So, das ist der Ehemann. Oh, und das ist die Frau. Okay, wir sind anscheinend direkt ins Studierzimmer gegangen. Hier ist ein Buch. Das gucke ich mir erstmal an. Da ist ein Buch an ihrer Seite. Ja, nimm mal mit. Was ist es für ein Buch? Ich will mehr darüber wissen. So, Buch. Es ist ein Buch über klassische Literatur. Die Seiten wurden zerrissen im Inneren. Huch, da muss aber jemand stark sein. Also so Bücher zerreißen, das ist ja ein klassischer Move, den nur mega bemuskelte Leute können, oder? Da ist eine Inschrift, da steht drauf, für meine Geliebte, mögen deine Tage mit diesen lieblichen Worten gefüllt sein und mit noch lieblicheren Gedanken. Hai Feng. Es scheint, als hätte der Mörder schon wieder einen persönlichen Gegenstand benutzt von jemandem, der dem Opfer am nächsten steht, in diesem Fall ihr Ehemann. Er hat dieselbe Methode benutzt, um Xulin, also die er auch benutzt hat, um Xulin Fei
dazu zu bringen, sich ihm hinzugeben oder sich ihm hinzugeben, klingt so romantisch, aber sich ihm zu unterwerfen, sozusagen. Beide junge Frauen waren ungewöhnlich mutig und selbstlos. Wenige hätten sich selbst so opfern können. Aber trotzdem, meine Intuition sagt mir, dass hier irgendwas komisch ist. Warum haben die beiden so passiv agiert, wo sie doch so eine Bedrohung gespürt haben? Ah, okay, ja, das stimmt natürlich, ne? Wir haben herausgefunden, dass Qi Wenyangs Buch, ein Geschenk von ihrem Ehemann, benutzt wurde, um sie zu zwingen, sich zu fügen. Okay, Moment. Ich will noch mal kurz gucken, ob ich da, wenn ich hier gucke. Achso, nee, da steht noch mal dasselbe. Okay, das heißt, er hat wieder auch etwas zerbrochen von jemandem, der ihr nahe stand und gesagt, so, ne, ich tu deinem Hass, deinem Ehemann, den zerreiß ich auch, wenn du nicht gehorchst. Hm. Naja, weiß ich nicht. Also er sagt, es ist komisch, dass die so nichts gemacht haben, außer sich zu fügen. Andererseits, sie hatten auch nicht so viel Wahl, ne? Also, was sollen die groß gemacht haben? Hier ist die Rose, das ist bestimmt die Seidenrose, die besagte. Der Mörder hat schon wieder eine Rose zurückgelassen. Ja, nimm mal mit. Eine weitere Rose. Sieht aus, als hätte unser Mörder einen dramatischen Geschmack. Aber warum eine Rose? Können wir die nochmal angucken? Sie sieht aus wie die erste. Okay. Rechtes Bücherregal. General Lam hat sein ganzes Leben lang Wissen in diesem Raum gesammelt. Dieses Bücherregal enthält Bücher und Schriften über die Künste, Philosophie und das Spiel Weiqi. Okay, ich weiß nicht, was das Spiel Weiqi ist, aber gut. So, linkes Bücherregal, können wir da auch gucken? Ja, können wir. Diese Bibliothek hat eine große, also hat viel verschiedene Themenbereiche, Wissen über viele verschiedene Themen. So. Dieses Bücherregal enthält Bücher und Schriften über Geschichte, Politik und Kriegskunst. Okay, das hier in der Mitte scheint nichts zu sein. Den Körper können wir noch angucken. Lieutenant Ma hatte recht, ihre Wunden sind genau dieselben, die an Xulin Fei gefunden wurden. Da sind sie. Ich habe mich schon gefragt, wann sie zu uns stoßen würden. Ich hoffe, sie hatten genug Zeit, ihre letzte Mahlzeit zu verdauen. Ich musste Lieutenant Ma nach draußen schicken, als sein Gesicht weiß wurde. Danke, Yao. Ich glaube, ich komme klar. Gut, ist nicht jeden Tag, dass man diese Art Brutalität sieht. Die arme Frau wurde verschandelt und dann, nun, hier so unverhüllt zurückgelassen. Sobald wir hier fertig sind, müssen wir jemanden finden, der sie zurück zum Leichenschauhaus bringt. Natürlich, aber gehen Sie sicher, dass sie vorsichtig transportiert wird. Ist der erste Bericht fertig? Ja, ich habe meine erste Untersuchung abgeschlossen. Das Mädchen ist vielleicht tot, aber sie hat immer noch viel zu erzählen. Okay, na dann, über das Opfer. Was können Sie mir über das Opfer erzählen? Sie war in ihren frühen 20ern, 24 nach ihrem Ehemann. Ihr starker Körperbau suggestiert einen aktiven und gesunden Lebensstil. Ja, sie scheint ziemlich fit und stark zu sein. Genau. Genau wie Xulin Fei. Ehrlich gesagt, die Ähnlichkeiten zwischen den beiden sind mir direkt aufgefallen. Sie haben eine unglaubliche Verbindung zwischen Kraft und Schönheit. Wenn derselbe Mann diese beiden ermordet hat, würde ich sagen, er sucht seine Opfer ja ziemlich genau aus. Okay, woran ist sie denn gestorben? Oh Gott, alle Zeichen deuten auf Asphyxia.
Ah, okay, also wahrscheinlich Luftmangel. Der Mörder stand wahrscheinlich hinter ihr und hat sie mit einer Art Seil oder Kleidung erwürgt. Aber nun, es gibt schon wieder keine Spuren eines Kampfes oder einer Mordwaffe. Und dann wurde sie wieder aufgeschnitten nach dem Tod, um ihr Herz herauszunehmen. Ich würde sagen, sie ist nicht länger als, also vor nicht mehr als 3 Stunden gestorben. Über die Blutflecken. Gibt es irgendwelche Hinweise in den Blutflecken? Ah, ich bin froh, dass Sie gefragt haben. Das Blut selber hat nichts, hat, ne? Also man sieht nichts Besonderes, aber sie suggestieren, dass unser Mörder effizienter wird. Wie das? Schauen Sie sich das genauer an. Der große Schnitt in ihrer Brust hat dafür gesorgt, dass sie sehr geblutet hat. Was erwartet ist, aber nicht so wie letztes Mal. Achso, aber im Gegensatz zu letztem Mal hat der Mörder diesmal keinen blutigen Fußabdruck hinterlassen. Lieutenant Ma wird seine Zeichenkünste diesmal nicht weiter benötigen. Also wird der Mörder besser? Genau, er muss Teppiche oder etwas Ähnliches benutzt haben, um den erstmaligen oder um den ersten Blutverlust zu managen. Das meiste Blut, was Sie hier sehen, war wahrscheinlich ausgetreten, nachdem er den Ort verlassen hat. Okay, alles klar. Danke, Corona Yao. Ich werde Sie jetzt in ihrer Hand lassen. Okay. Wir haben viel herausgefunden. Der Mörder lernt dazu. Das ist natürlich etwas Schlechtes. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben hier einen Schreibtisch, der scheint aber uninteressant zu sein. Ich würde ja vermuten, also ich hätte gedacht, ah, hier, ja, die Falte. Ich wollte nämlich gerade sagen, der Mörder hat doch bestimmt wieder so einen Zettel hinterlassen, der irgendwo mega versteckt ist. Da ist eine deutlich sichtbare Falte in diesem ansonsten perfekt platzierten Teppich. Ja, guck da mal nach, da ist bestimmt wieder eine Notiz drunter. Aha, dachte ich's mir doch. Es sieht aus wie eine Notiz. Ja, die nehmen wir wieder mit. Was haben wir diesmal? Es ist eine weitere von den Notizen des Mörders. Warum hinterlässt er diese Spur für uns, der wir folgen sollen? Ist das hier eine Art Spiel für ihn? Naja, ich glaube mehr, also auch ne, mit diesem ganzen Gerede darüber, wer der Kaiserin wohlgesinnt ist und wer nicht und so, glaube ich ja, dass das irgendwas Politisches ist. Dass er irgendwie, er ist entweder gegen oder für die Kaiserin und will irgendwie dafür sorgen, dass alle gegen oder für die Kaiserin ist. Also das wäre meine Vermutung, ne, dass da irgendwie sowas dahinter steckt, ihr Regime zu stürzen oder zu unterstützen. Und dass er deswegen halt diese Notizen hinterlässt, um halt seine Absichten kundzutun, ne? So, mal gucken. Die gehorchen. Moment, ich muss es einmal so durchlesen. Also, an diejenigen, die gehorchen, lass die Opfer mein sein. I have no sway. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber die Tode sollen a line, also so eine Linie formen. Die Tode sollen zusammenhängen. Also an jene, die gehorchen, lass die Opfer mein sein. Ich habe keine aber die Tode sollen in Verbindung stehen. So würde ich das jetzt irgendwie übersetzen. Also an die gehorchen, klingt ja jetzt, als wäre er, also ne, wenn ich jetzt entscheiden müsste, ist er für oder gegen die Kaiserin? Dann wahrscheinlich eher gegen, weil ne, die gehorchen, vorher war auch schon so Dilemma, das klingt ja ein bisschen nach so ne Schiepel, die einfach akzeptieren, was passiert und nicht kämpfen. Und vielleicht nimmt er deswegen auch so Frauen, die dafür bekannt sind, dass sie halt stark sind, um so ein bisschen zu zeigen, so hey, selbst die Stärksten, ne, die mache ich fertig. Und ist ja auch, dass die Mordserie oder das, ne, dass das nicht gut wirkt, wenn die Kaiserin kommt und direkt alle ermordet werden.
Das heißt, ich würde denken, er ist im Zweifel eher gegen die Kaiserin. Die Toten sollen alle zusammenhängen? Auf wie viele hat er sein Auge geworfen? Und da sind auch weitere seltsame Symbole, aber immer noch kein Hinweis, was sie bedeuten. Vielleicht ist das wie so Dominosteine. Also vielleicht, ich weiß jetzt nicht mehr, was für Symbole auf der ersten Notiz war, aber vielleicht passiert irgendwas, wenn man so die Ecken der Notizen, auf denen dasselbe Symbol ist, zusammentut. Wisst ihr, so ein bisschen so Memory-mäßig oder halt, ne, wie bei Dominosteinen, dass man die so verbindet. Vielleicht? Aber vielleicht denke ich das auch nur wegen, ne, dass alles zusammenhängen soll. Keine Ahnung. Ihr könnt ja mal, wenn ihr Theorien habt, dann schreibt es mir, ne? Wisst ihr ja. So. Sonst scheint hier nichts zu sein, aber wir haben natürlich noch den Ehemann. Er war einst ein aufstrebender Stern in der Elite des Militärs. Warum hat er sich entschieden, das aufzugeben? Ach so, ja, stimmt, ne? Er wollte ja auch nicht mehr im Militär sein. Ah, vielleicht ist das auch so ein Ding, ne? Wir haben hier den jungen Mann, der gesagt hat, nein, ich möchte nicht mehr im Militär sein. Und vorher hatten wir den blinden Vater, der ja auch dann nicht mehr im Militär war seit einer Weile. Obwohl das ja schon eine Weile länger her war bei ihm. Aber der ja auch erst im Militär war und dann nicht mehr. Ist ja auch so ein Thema. Entschuldigen Sie mich. Oder Entschuldigung, Lam Hei Feng. Mr. Lam? Mr. Lam? Ja, ich bin Lam Hei Feng. Geht es Ihnen gut? Auch eine gute Frage. So, seine Frau ist ja nur gerade gestorben, aber ja, alles koscher bei ihm. Ich bin Magistrat Dirangy. Ich bin mit diesem Fall hier beauftragt worden. Ich entschuldige mich für meine schlechten Manieren, aber meine Gedanken sind alle so durcheinander. Es wird Zeit zum Trauern geben, aber jetzt müssen Sie sich zusammenreißen. Ich habe nur wenige Fragen. Natürlich, bitte machen Sie weiter. Ich möchte auf jede Art helfen, die ich kann. Ich weiß, dass Zeit wichtig ist. Okay, erzählen Sie mir von sich selbst. Ach, wisst ihr, was ich auch gerade überlege? Vielleicht ist der Mörder auch so anti-Frauen, weil, also, ne, wenn er gegen die Kaiserin ist, so, ne, gegen starke Frauen quasi, ne, er hat jetzt zwei so starke, fitte Frauen umgebracht und die Kaiserin, ne, das repräsentiert ja auch so ein bisschen, dass Frauen Macht haben können und so. Das könnte natürlich auch sein. So, aber wir reden mal weiter. Genug Theorien. Erzählen Sie mir von sich selbst. Hätten Sie mir diese Frage an jedem anderen Tag gestellt, dann hätte ich Ihnen sicher eine Antwort geben können. Ich bin der Sohn des großen Generals. Ich war einst der Goldenjunge, der für Großartigkeit bestimmt war. Oder zumindest ist das, was mir erzählt wurde. Aber im Herzen meines Herzens wusste ich, dass dieses Leben nicht für mich war. Ich wuchs auf mit einem Schwert in der Hand, aber es war eine Lüge. Ich konnte nie die Legenden meines Vaters erfüllen. Achso, sie verraten nicht ihre Familie, wenn sie ihren eigenen Pfad wählen. Das dachte ich auch, und doch stehe ich hier mit, ja, Ruinen im Blick. Meine einzige Liebe wurde gewaltsam von mir genommen. Mein Leben ist in tausend Stücke zerbrochen. Vielleicht ist das, was ich verdiene, dafür, dass ich mein Schicksal verraten habe. Sie müssen sich zusammenreißen, Sie müssen stark bleiben. Haben Sie irgendeine Erinnerung? Achso, oder denken Sie, dass Ihre Frau es verdient, dass sie jetzt mit Zweifeln beschmutzt wird, sozusagen, oder ne, dass die Erinnerung an sie nun mit Zweifeln beschmutzt wird. Sie haben natürlich recht. Wen Yang gab mir die zwei glücklichsten Monate meines Lebens und ich werde die in Ehren halten. Okay, über ihre Frau. Erzählen Sie mehr über ihre Frau, Xi Wen Yang. Nachdem mein Vater gestorben ist, da war ich verloren und alleine. Ich wusste nicht mehr, wohin ich gehen sollte. Ich hatte jeden Lebenssinn verloren.
Aber dann habe ich Wen Yang getroffen. Sie war mein Strahl der Hoffnung. Sie hat mir geholfen, ein neues Leben zu sehen, fern von den militärischen Pflichten, die mich so lange in Ketten gehalten hatten. Ich wollte nicht den Rest meiner Tage in einer Militärbaracke nach der anderen verbringen. Ich verliebte mich in Wen Yang und sie wurde das Zentrum meiner Welt. Und Sie haben sie nur kurze Zeit später geheiratet? Ja, wir haben uns ein paar Wochen, nachdem wir uns getroffen haben, verlobt. Ich wollte keine Zeit mehr verschwenden. Wen Yang hatte ein schwieriges Leben. Wir beide wollten einen Neustart. Was wissen Sie über Shi Wen Yangs Vergangenheit? Ich glaube, sie war einst eine Bibliotheksangestellte. Sie war unglaublich schlau, aber sie scheiterte oft daran, eine feste Anstellung zu finden. Eine attraktive, starke Frau wie sie wird oft als Bedrohung gesehen, aber das liebte ich so sehr an ihr. Dieser Funken, diese Intelligenz. Ihre Neugier und ihr Durst nach Wissen war unerschütterlich. Deswegen hat sie so viel Zeit in diesem Zimmer verbracht. Sie liebte es, hier zu sitzen und für Stunden zu lesen. Okay, über ihre Rente sozusagen. Also ne, darüber, dass sie das Militär verlassen haben. Ja, was können Sie mir über Ihren Rückzug von den imperialen Kräften erzählen? Es war eine ganz eindeutige Rebellion gegen die Wünsche meines Vaters. Aber nach seinem Tod konnte ich die Scharade einfach nicht länger aufrechterhalten. Diese politischen Dinge, diese perverse Militäroberklasse, das wurde mir, ich wurde dem müde. Männer wie General Zhang werden ihre Macht missbrauchen und einfach nur, um sie weiter zu haben. Ich habe Frieden in meinem neuen Leben gefunden, etwas, wovon ich vorher nie träumen konnte. Was ist mit General Zhang? Was können Sie mir über ihn erzählen? Zhang Shao ist mehr Reptil als Mann, wenn Sie mich fragen. Er hat hinter dem Rücken meines Vaters ja viel um ihn herumschlawenzelt, hoffte, mehr Macht in den Schatten zu bekommen. Aber mein Vater hat ihm bis zum Ende widerstanden. Er wusste, dass ein Mann wie Zhang, dass man dem nicht vertrauen konnte. Hat Zhang Sie auch kontaktiert? Ja, mehr als einmal. Aber ich hatte keine Geduld für seine schlechte Natur und seine bösartigen Pläne. Nein, es gab nichts, worüber wir hätten reden können. Seine Versuche wurden einfach zurückgewiesen. Jetzt, wo Sie es sagen, ich musste heute Morgen schon einen seiner Boten abweisen. Was war der Sinn dieses Besuchs? Er kam, um mich daran zu erinnern, dass wir irgendeine Art besonderes Treffen heute Nacht geschehen würde. Eine Versammlung von sogenannten Patrioten, die von Zhang selber ausgewählt wurden. Anscheinend wurde meinem Vater eine Einladung geschickt, bevor er gestorben ist, aber ich habe schon lange Interesse an solch politischen Sachen verloren, um dem irgendwelche Aufmerksamkeit zu schenken. Und dieses Treffen ist heute Nacht. Wissen Sie, wo Ihr Vater die Einladung hingetan hat? Nein, ich fürchte nicht. Ah, okay, das heißt, wenn wir diese Einladung hätten, ne, dann könnten wir da vielleicht hingehen. Vielleicht, ne, ist das ja interessant. Okay, das war alles erst, was mit ihm selbst ist. Na gut, dann, was hier passiert ist. Ich war den ganzen Nachmittag weg. Als ich nach Hause kam, da sind die Bediensteten bereits in ihre Privaträume zurückgekehrt. Aber ich wusste, etwas war falsch, als ich sah, dass die Vordertür unverschlossen war. Ich habe das Licht aus diesem Zimmer gesehen und ich habe angenommen, dass Wen Yang gelesen hat. Sie hat die Angewohnheit, dies an den meisten Abenden zu tun. Aber als ich hineintrat, da war sie tot und in ihr eigenes Blut getränkt. Okay, wegen ihrem Alibi? Wo waren Sie an diesem Nachmittag? Ich war im Teehaus. Ich habe
Geschäftsdinge mit zwei Freunden besprochen. Sie können mit ihnen reden, wenn sie wollen. Ich habe das ihrem Leutnant schon erzählt. Abgesehen von denen, die dabei waren, wer wusste alles von dem Treffen im Teehaus heute Nachmittag? Niemand. Ich habe meine Freunde da getroffen, um kleine Geschäftsdinge mit ihnen zu besprechen. Ich denke nicht, dass irgendwer Interesse an so einer Routine, also ne, an so einer Routine hätte. Wie oft haben sie diese Treffen? 3-mal die Woche. Meine Freunde sind viel beschäftigte Händler. Wir haben unser Bestes getan, um diese Treffen schon weit im Voraus zu planen. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum das relevant ist. Es ist genau der Grund, dass diese Treffen Routine waren, die sie relevant macht. Denken Sie mal darüber nach. Woher wusste der Mörder, dass Ihre Frau allein sein würde? Sie haben recht. Jemand muss meine Pläne gekannt haben. Wie konnte ich so unvorsichtig sein? Wenn Yang... Oh, was habe ich nur getan? Okay, über ihre Feinde? Hatte ihre Frau irgendwelche Feinde? Leute, die sie verletzen wollten? Meine Frau war eine freundliche, aber reservierte Person. Sie hatte keine Feinde. Denn vielleicht jemand, der sie verletzen würde, um an sie heranzukommen. Können Sie sich vorstellen... Achso, ich kann mir vorstellen, dass ein Mann in ihrer Position sich ein paar Feinde macht. Aber ich habe das doch alles aufgegeben. Ich wusste, dass mein Zurückziehen aus dem Militär ein paar Leute schlecht stimmen würde, aber meine Entscheidungen wurden mehr mit Häme als mit Hass beantwortet. Also ich wurde mehr ausgelacht, als dass irgendwer zornig auf mich gewesen wäre. Um die Wahrheit zu sagen, die meisten Leute waren froh, dass ich gegangen bin. Es gab ihnen eine leere, hochrangige Position, für die sie kämpfen konnten. Hat irgendwer ein besonderes Interesse an ihrer Entscheidung gezeigt? Naja, jetzt wo sie es erwähnen, General Zhang hat mich besucht. Er wollte, dass ich nochmal drüber nachdenke. Er sagte, das neue Regime ist am Horizont zu sehen und dass ich eine wichtige Rolle darin spiele. Hätte ich ihm meine Zustimmung... hätte ich ihm versprochen, an seiner Seite zu stehen, dann hätten die Truppen meines Vaters sich dem unterworfen. Aber ich habe das direkt abgelehnt. Ich habe ihm gesagt, er soll gehen und nie wiederkommen. Denken Sie, Zhang könnte etwas hiermit zu tun haben? Mein Vater hat mich gewarnt über seine Einschüchterungstaktiken. Habe ich das vielleicht unterschätzt? Wenn er dafür verantwortlich ist, dann wird er mit dem Leben bezahlen. Ich schwöre, er wird... Es tut mir leid. Ich schätze, dass ich mich aus dem Militär zurückgezogen hat den Kämpfer in mir nicht ausgelöscht. Bitte finden Sie den Mörder, Magistrat Di. Wir sind beide in Ihren Händen. Alles klar. Und, wir können ihn auch ansprechen über den fehlenden Weg draußen. Ich würde ja schon gerne in diesen Safe gucken, ne, falls es einer ist. Mir ist etwas Seltsames in Ihrem Wassergarten aufgefallen. Ein Weg scheint zu fehlen. Können Sie mir erzählen, warum? Oh ja, dieser Weg ist eine alte Erinnerung an die Militärtage meines Vaters. Er öffnet den Weg zu einem geheimen Kriegszimmer. Ich habe diesen Raum nicht benutzt, seit er von uns gegangen ist. Also habe ich beschlossen, den Weg dahin auch geschlossen zu halten. Vielleicht würde es mir helfen, wenn ich einmal hineinsehen könnte. Wie öffnet man den Weg? Ach, Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, dass ich irgendwen anders in diesen Raum lassen würde. Aber ich schätze, mein Leben ist voll von seiner Enttäuschung. Hier ist der Hebel, der ihn öffnet. Okay, wir haben jetzt einen Hebel. Sie müssen aber selber rausfinden, wie man den Eingang öffnet. Ich habe die Kombination vergessen.
Okay, cool. Das ist alles. Vielen Dank, Mr. Lam. Ja, wir hatten ein sehr, sehr langes Gespräch und die Folge ist jetzt auch schon ziemlich lang. Ich würde sagen, das war's für heute mit Detective D, The Silk Rose Murders. Nächstes Mal gucken wir uns das Geheimzimmer an. Das sollte ja spannend sein. Ja, und dann hoffe ich, die Folge hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!